Inhalt dieses Lernvideos ist, wie ihr lesen könnt, XML Syntax und XML Tree Structure. Der zweite Teil des Titels verrät eigentlich schon etwas darüber, wie XML-Dokumente eigentlich aufgebaut sind. Stellt euch einfach einen Baum auf dem Kopf vor. Ein XML-Dokument beginnt immer bei der Wurzel und splittet sich dann auf in verschiedene Zweige und Verästelungen. Die Wurzel eines XML-Dokuments wird in der Fachsprache als Root Element bezeichnet, die Äste und Abzweigungen als sogenannte Child Elements. Jedes Element kann Child Elements haben. So ist das Child Element des Elements Amerika, USA und das Child Element des Elements USA, das Element Ulm. Auch für alle anderen Verzweigungen in diesem Dokument kann man das ähnlich sehen. In einem XML-Dokument sehe dies dann folgendermaßen aus. Wir haben hier das Root-Element Bookstore und hier das Child-Element Author. Ganz so einfach wie in der Abbildung auf der linken Seite ist es in einem Dokument natürlich nicht. Denn ein Element besteht immer aus einem Öffnungs- und einem Schließtag. Dies haben wir hier in der linken Seite so nicht dargestellt. Der Öffnungstag eines Elements enthält immer den Elementnamen. Der Schließtag, den Elementnamen und davor stehend einen sogenannten Slash. In einem XML-Dokument darf es keine Überlappung geben. Ein XML-Dokument ist immer nach dem Kassensystem aufgebaut. Im Dokument selbst wird das dann mit Hilfe solcher Einrückungen realisiert. Wir haben also hier das Element Bookstore, das quasi ein Element erster Ebene ist, das Element Book als ein Element der zweiten Ebene und die Elemente Title und Author als Elemente der dritten Ebene. Jetzt haben wir die Grundstruktur eines XML-Dokuments eigentlich schon verstanden. Oder? Worum handelt es sich eigentlich mit dieser ersten Zeile? Denn die ist vorhin in der Baumstruktur noch nicht mit aufgetaucht. Die erste Zeile eines XML-Dokuments ist obligatorisch. Sie muss immer vorhanden sein und wird als XML-Prolog bezeichnet. Der Prolog definiert die verwendete XML-Version, in diesem Fall 1.0, und den verwendeten Zeichensatz, in diesem Fall UTF-8. Dies ist die Abkürzung für 8-Bit UCS Transformation Format und bedeutet eigentlich nur, dass hier der Unicode-Zeichensatz verwendet wurde, ein Standardzeichensatz. Nach dem XML-Prolog beginnt das eigentliche XML-Dokument. Es besteht, wie wir schon gelernt haben, aus verschiedenen Elementen. Aber woraus bestehen eigentlich die Elemente, außer dem Start- und dem End-Tag? Wie vorhin schon erwähnt, ist eigentlich alles, was zwischen Start- und End-Tag steht, Bestandteil des Elements, also alles, was hier rosa eingefärbt ist. Das bedeutet also, dass ein Element einfach einen Inhalt haben kann, wie im ersten Beispiel, das Element Book den Inhalt die Räuber hat. Im zweiten Beispiel sehen wir, dass ein Element auch andere Elemente beinhalten kann. Die Child Elements, wie wir schon gelernt haben. Das Element Book beinhaltet also die Elemente Title und Author, die wiederum den Inhalt die Räuber bzw. Friedrich Schiller haben. All das ist Bestandteil des Elements Book. Ein Element kann neben anderen Elementen und Inhalt aber auch noch Attribute enthalten. Hier haben wir das Attribut Author ist gleich Schiller. Ein Attribut steht immer in Anführungszeichen. Mehr dazu später im Video. Ein XML-Dokument kann auch leere Elemente enthalten. Diese bestehen dann nicht aus einem Start- und einem End-Tag, sondern beinhalten einen sogenannten Self-Closing-Tag. Das heißt, dass nach dem Elementnamen sofort der Slash steht. Ein leeres Element kann aber Attribute beinhalten. Beispielsweise das Element LineBeginning, kurz LB, kann Attribute enthalten, die darstellen, dass die Zeile, die jetzt beginnt, eingerückt ist. Bei der Namensgebung von Elementen ist zu beachten, dass XML zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet. Start- und End-Tag müssen immer genau gleich geschrieben sein. Ansonsten zeigt euch euer Editor einen Fehler an. Elementnamen beginnen entweder mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich, können allerdings nicht mit den Buchstaben XML beginnen.
Sie können Buchstaben, Ziffern, Bindestriche, Unterstriche und Punkte enthalten. Allerdings keine Freiräume. Freiräume in Elementnamen werden meistens durch Unterstriche gekennzeichnet. Es sind grundsätzlich alle Namen möglich, außer eben XML. Es ist wichtig, dass Elemente immer kurz und einfach benannt werden und selbstbeschreibend sind, sodass der Leser sofort weiß, was er in diesem Element findet, also deskriptiv. Beispiele sind ein Person, First Name, Last Name. Der Leser weiß sofort, was er hier in diesem Element zu erwarten hat. Als Beispiel dafür, dass sie kurz und prägnant sein sollten, seht ihr, dass es besser ist, das Element Book Title zu nennen als The Title of the Book. Denn XML-Dokumente sind oft sehr lang und man sollte sich nicht mit solchen Kleinigkeiten aufhalten. Wie schon angekündigt, muss ich zu den Bindestrichen und Punkten noch einige Anmerkungen machen. Ihr solltet Bindestriche in den XML-Namen lieber vermeiden, denn es gibt Software, die dann denkt, man möchte das Hintere vom Vorderen abziehen, also subtrahieren. Auch ein Punkt in einem Elementnamen kann zu Verwirrung führen, denn es gibt Software, die dann den hinteren Teil, der hinter dem Punkt steht, als Teil des Vorderen ansieht. Das kann zu Komplikationen führen. Ebenso wie die Verwendung eines Doppelpunkts. Doppelpunkte sind für Namensräume reserviert. Vereinfacht bedeutet das, dass innerhalb eines solchen Raumes jeder Name eindeutig ein Objekt bezeichnet. Der gleiche Name kann jedoch in einem anderen Namensraum wieder frei zur Bezeichnung eines anderen Objekts benutzt werden. Das bedeutet also, dass ihr zweimal denselben Namen verwenden könntet für unterschiedliche Dinge. Generell gibt es keine vorgesehenen Regeln bei der Namensgebung von Elementen, aber es gibt einige Art und Weisen, wie Elemente benannt werden, die üblich sind. Hier seht ihr die 5 häufigsten. Den Lowercase, den Uppercase, die Arbeit mit dem Underscore, was ich euch schon erläutert habe, den Pascal Case oder den Camel Case. Nun kommen wir zu den Attributen. Attribute definieren Eigenschaften von Elementen und sind immer eindeutig. Wie vorhin schon angedeutet, stehen Attribute immer in Anführungszeichen. Es gibt dabei 5 vordefinierte Sonderzeichen, die ihr hier abgebildet seht. Merkt euch diese Sonderzeichen am besten einfach und legt sie am Anfang neben euer XML-Dokument, damit ihr nicht aus Versehen das normale Sonderzeichen auf eurer Tastatur verwendet, da euch dann ein Fehler angezeigt werden wird. Der erste Anstrich zeigt euch, wie ein Kommentar in einem XML-Dokument aussieht. Vor allem, wenn ihr kollaborativ arbeitet, sind Kommentare sehr hilfreich, damit eure Mitarbeitenden verstehen, warum ihr an einer bestimmten Stelle etwas auf eine bestimmte Art und Weise gelöst habt und nicht anders. Auch wenn XML-Dokumente im Nachhinein noch von anderen Personen gelesen werden sollen, können Kommentare als Verständnishilfe sehr nützlich sein. Wenn ihr euch jetzt fragt, wann ist es denn besser, ein Element und wann ein Attribut zu verwenden, dann muss ich euch sagen, es gibt keine klare Regelung dafür. Allerdings übliche Vorgehensweisen, die ich euch jetzt erläutern werde. Ihr seht hier 2 Beispiele. Inhaltlich sind beide Beispiele völlig gleich. Im ersten Beispiel ist das Geschlecht allerdings als Attribut angegeben, im zweiten Beispiel als Element. Welche Vor- und Nachteile bringt das mit sich? Ihr solltet bedenken, dass Attribute nicht mehrere Werte enthalten können. Elemente schon. Das Attribut Gender, also das Geschlecht, ist als Female definiert und kann nicht erweitert werden oder ähnliches. Das Element Person enthält bisher die 3 Elemente Gender, First Name, Last Name und deren Inhalte, aber es können noch beliebig viele Elemente hinzugefügt werden. Das einzige Kriterium hier ist die Übersichtlichkeit. Attribute können ebenfalls nicht nach einer Baumstruktur angeordnet werden, im Gegensatz zu Elementen. Denn ich habe ja vorhin schon erläutert, dass Elemente immer nach einer Baumstruktur angeordnet sind und deswegen im Dokument mit Einrückungen gearbeitet wird. Dies ist bei den Attributen nicht möglich. Attribute sind auch nicht erweiterbar. Wie gerade schon angesprochen, sie enthalten einen Wert und dieser Wert steht. Es kann nur noch ein weiteres Attribut hinzugefügt werden, aber das kann dann eben nicht nach einer Baumstruktur angeordnet.
Attribute können allerdings Informationen enthalten, die nicht Teil des Textes sind, sondern Informationen über den Text, sogenannte Metadaten. In diesem Beispiel könnten hier also noch weitere Informationen über die Person Anna Smith stehen, die nicht im Text, der bearbeitet wird, enthalten sind, aber trotzdem interessant für den Leser und die weitere Arbeit mit dem Text sein könnten. Wenn ihr alle Hinweise, die euch dieses Video gegeben hat, beherzigt, dann wird euer Editor auch nicht mit euch meckern und euer Dokument kann als Workform bezeichnet werden und es gibt keine Fehler mehr. Dann habt ihr gut gearbeitet. Die Quellen für dieses Video seht ihr hier. Ihr könnt auf die Website der WGI Schools auf jeden Fall auch nochmal gehen und euch das dort durchlesen. Das sind sehr hilfreiche Hinweise, vor allem für Einsteiger. Und dann könnt ihr in der nächsten Woche mit der nächsten Seminareinheit weitermachen.